Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde von Assassin's Creed Origin. Wenn ich das richtig sage, denn wir sind in einer neuen Folge, in einer neuen Runde. Nicht in einer neuen Runde, aber ihr wisst, was ich meine. Und ich bedanke mich, dass du eingeschaltet hast, dass du mich abonniert hast und dass du einen wunderschönen Kommentar hinterlassen hast. Wir, das heißt du und ich, Trottel, müssen hier mal eine Runde klettern, um auf das Gebäude da hinten zu kommen. Da hinten gibt es noch ein Ziel und das ist nicht mal so weit entfernt. Und ich weiß auch, in der letzten, nicht Episode, sondern in der letzten Aufnahmesession, das könnte mittlerweile schon 2, 3, 4 Episoden, also eine Woche, circa eine Woche vorbei sein, also letzte Woche so gesehen, hatten wir doch wirklich Krokodile gemästet und seitdem habe ich nie mehr Krokodile gesehen. Ah, macht nichts, kriegen wir hin. Klettert! Schießt ihn da runter! Hab ich dich! Hier schlag ich dich tot! Verdammt, woher? Kuckuck! Hey, wer war das? Also ich auf jeden Fall nicht. Muss ich vorsichtig sein. Zivilisten helfen. Gibt's hier auch einen Haupteingang? Ja, schau mal, es gibt da wirklich einen Haupteingang. Lasst mich frei! Meine Schwestern sehnen sich nach meiner Rückkehr. Und die Mädchen in der Taverne sehen sich nach meiner. Aber wir müssen sie leider alle enttäuschen. Keiner von euch erwärmt sich für die Menschlichkeit. Ihr tut mir fast schon leid. Spar dir dein Mitleid für die Tavernenmädchen. Was? Bitte! Bist du Pankrates? Das bin ich. Preist die Götter, dass sie einen starken Krieger zu meiner Rettung schicken. Du bist verwundet. Ich trage dich nach Hause. Oh, komm! Ach, dachte schon. Och, nö. Entschuldigung, Controller hat natürlich wieder das Ganze verloren hier. Warum auch immer. So, nochmal versuchen hier. Controller anzuschmeißen und er funktioniert wieder. Wieso, neue Controller? Wir haben... Ach, kein Hauptmann. Warum jetzt wieder... weg? Also, disconnected ist der Controller, habe ich keine Ahnung. Hm. Wir müssen den Kerl nur noch 120 Meter schleppen. Ich spreche lieber nicht im Freien darüber. Und außerdem machen mich meine Wunden wirklich sehr müde. Ah, das schaffst du schon. Ist kein Ding, ne? Für so einen Mann ein bisschen Durchhaltewille ist gefragt. Auf so einer Brücke ist man wirklich ausgesetzt. Wenn hier etwas passiert... Natürlich im Spiel nicht, ist klar, ist Reset, Restart, was auch immer. Hier ist mein Haus. Bevor wir hineingehen, lass uns reden. Aber so im echten Leben. Ich erspare meinen Schwestern lieber die hässlichen Details meiner Geschichte. Natürlich. Der Mann, der meine Entführung befahl, ist ein Priester des Anubis im großen Tempel. Ein Priester aus Pascherentas Zirkel. Wie kann ich ihn finden? Er trägt einen blauen Schal und hat schrecklichen Husten. Die Echse. Sie ist gezeichnet. Pankrates! Bist du verletzt? Wurdest du misshandelt? Sie haben mich gefesselt und gaben mir nichts zu essen, außer trockenen Brotresten. Immerhin, ne? Und? Das ist das Werk der Echse. Also werde ich meine Hände mit dem Blut eines weiteren Priesters beflecken. Der Orden ist überall. Zum Schutze Ägyptens wäre ich bereit, auch 1000 Priester zu töten. Wir sind der Gewalt verpflichtet. Jetzt
und für immer. Für immer. Immer. Verschränkter muss davon erfahren. Er wartet am Palast. Ich habe Pferde für uns. Mach mal kurz die Maske der Echse. Bereit. Warte mal kurz. Fähigkeiten. Jetzt haben wir zwei Pünktchen. Wohin wollten wir eigentlich? Keine Ahnung mehr. Ach, das ist natürlich nur... Ach, drei Punkte. Okay. Wir warten nochmal ein Pünktchen. Da müssen wir auf jeden Fall hin. Folge A, ja. Worauf wartest du noch, mein Liebster? Reiten wir um die Wette, wie damals in Siva? Ah, nur wenn du bereit bist zu verlieren. Gewagte Worte. Mal sehen, ob du auch lieferst. Da. Friss meinen Staub! Und was bekommt der Gewinner? Das erfährst du nie! Okay. Du bist langsamer als Ramses und der ist schon ein paar Jährchen tot. Ja, das stimmt wohl. Das hältst du nicht lange durch. Wollen wir wetten? Aber das Pferd ist auch nicht gerade, sind nicht gerade so die schnellsten, ne? Schneller, mein Pferd, schneller! Ich habe etwas zu beweisen. Was ist denn das für ein einfacher, langsamer Ritt? Anscheinend bin ich schneller gewesen. Tja, anscheinend. Ah, wir haben alle unsere Schwächen. Ja, und deine ist mit Anstand zu gewinnen. Was hat das zu bedeuten? Die Königin wird reden. Hören wir ihr zu. Gebt den Weg frei! Gebt den Weg frei. Solange sie herrschen, liegt ein Fluch über dem Land, der die Nilflut versiegen lässt. Aber wenn die lebende Göttin erst wieder den Thron besteigt, wird das Wasser aufs Neue fließen. Durch uns strahlt Memphis wie in Gold gefasste Rubine. Durch uns wird Ägypten triumphieren. Wir dürfen sie nicht verlieren. Sie müssen unsere Stimme als göttlich erkennen. Meine Königin. Ist der Apisstier immer noch krank? Wir kennen jetzt den Grund seiner Krankheit. Er wurde vergiftet. Wer war es? Die Zwillingspriesterinnen. Koche sie zu Tode in einem Bronzebullen. Göttin, nein. Sie wurden erpresst. Ihr Bruder ist von einem Priester mit blauem Schal und starkem Husten entführt worden. Petepi. Aber er gehört zu meinen engsten Beratern. Die in unserem Schatten leben, sind am wenigsten vertrauenswürdig. Wenn sogar Petepi gegen mich arbeitet. Deine Familie wurde bedroht von ihm. Doch jetzt ist sie sicher. Wir überstehen das. Die Priester des Anubis feiern ihre Riten im großen Tempel. Such nach ihren Masken. Meine Klinge ist genauso gut wie seine. Nein, Aya. Lass mich. Völlig egal, wer den Priester tötet. Bringt es zu Ende, bevor wir nach Herakleion aufbrechen. Nichts leichter... Warte! ...als das. Tanun, der Vater, sende Kraft in deinen Arm. Ach, die Gläubigen, wahnsinnig so immer schön. Die Echse, Hetepi. Hetepi trägt einen blauen Schal und hustet ständig. Befindet sich im großen Tempel des
Taf. Er ist einer der fünf Priester, der eine Anubis-Maske trägt. Ja, dann, wir klären mal auf hier. Ach du Kacke. Jo, dann geht's wieder runter. Meter. Das kriegen wir offenbar noch zu Fuß hin. Die sind offenbar an nicht der gleichen Stelle. Ist das der Mann, den ich suche? Steckt sich unter seinen Brüdern. Hä? Wie viele Priester braucht eine Stadt? Fünf an der Zahl, glaube ich, waren's. Nun müssen wir die fünf auskundschaften. Oder einfach alle umbringen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Nur einer dieser Priester muss sterben. Ich muss mit Bedacht zuschlagen. Er hustet. Die Echse! Der Priester, der Memphis verflucht hat! Ich diene nur dem alten Ägypten. Es fordert einen hohen Preis. Unschuldige werden verstümmelt. Kinder aus dem Leib gerissen. Der Name des Hohepriesters missbraucht. Sein Name war schon beschmutzt, bevor du kamst. Die Massen sind die Herden der Götter. Getrieben von der Peitsche des Hirten. Du bist einer von ihnen, Baye. Du bist ein Rind! Mich treibt nur der Wille an. Nicht Furcht. Oh ja. Und wer schwingt die Peitsche hinter deinem Rücken? Wer verlangt, dass du deinen Ka mit meinem Tod befleckst? Ich habe meine Götter. Triff du die deinen. Durch deinen Tod wird der Fluch über Memphis gebrochen. Ich informiere die anderen. Nicht. Hey, was? Und wir haben einer weniger in der Riege. Na, so ist es doch. Ziele? Nun ist nur noch das Krokodil im Lager der Toten. Hauptbeschwerden, Berichte, Pascharempaff von Hepatitis Tod oder so ähnlich. Du hättest nicht herkommen sollen. Warum? Ach, warum schon mehr umgebracht hast dich? Hier oben wird es auch niemand auffallen. Außer das Blut nach unten austritt. Das ist schon ein klitzekleines Problemchen. Aber ich glaube, daran kann ich es auch nicht ändern, dass Blut austritt, wenn jemand tot umfällt.
Der Gestank in der Luft. Noch einer von Memphis' Flüchen. Ich werde mit den Priestern, die er erwähnt hat, sprechen. Aya hat die feinere Nase. Sie könnte die Quelle des Geruchs schnell ausfindig machen. Könnte sie, wenn sie verfügbar wäre, was sie im Moment eventuell sogar nicht ist. Denn wir sind ja hier und sie ist... Kacke! Ach, gut. Sehr gut, sonst haben wir uns wahrscheinlich ein bisschen mehr wehgetan, als nur mit einem Aufprall des Knöchels. Ui! Ab ins Wasser, aber leider müssen wir schon wieder raus. Hallo, nochmal kurz bitte. Danke sehr. Also, wir sind ja offenbar recht gut in dem, was wir tun. Und ich glaube, es ist auch einer der Hauptgründe. Man tut, was man tun kann. Und nicht, was man grundsätzlich nicht kann. Aber man soll ja auch über sich hinaus wachsen und das tun, was man eigentlich nicht kann. Weil dann kann man es eventuell lernen. Und somit kann man es tun irgendwann mal, wenn man es dann kann. Mit dem Lernen, das ist komplizierte Sache hier. Komplizierte Sache. Aber was? 31? Hast du es richtig gesehen? Wir sind da. Aber sie taten es nur, weil sich ihr Bruder in Lebensgefahr befand. Der Fluch ist keine Bedrohung mehr. Herr Tepi. Was hat ihn zu einem solchen Wahnsinn getrieben? Memphis gehört wieder euch. Uns. Da dies nun geklärt ist, können wir endlich das Fest zu Ehren von Apis vorbereiten. Mögen Dämonen Hetepis Ka verschlingen. Und mögen die Schuldigen für Chemos Tod ihm bald folgen. Wir haben also mal wieder einen umgebracht. Einer mehr. Eine Badewanne. Naja, nicht ganz. Es schmerzt dich zu verlassen, aber ich muss alleine gehen. Ah ja. Ich werde meine Pflicht erfüllen. Wo führt dich deine Pflicht hin? Nach Norden, um das Meer zu entzünden. Ich trinke dein Wasser. Ich hoffe, wir jagen bald wieder gemeinsam. Bis dahin machen wir die Nacht zu der unseren. Schöne Sache, Maloney. Würde man jetzt im Radio sagen. Aber wir sind hier auf YouTube. Und mal wieder einen wunderschönen Quest abgeschlossen. Die Echse. Und da so wunderschön ist, wie unsere Geliebte nicht mehr bei uns haben und uns verlassen hat, temporär für gewisse Zeit, wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Danke sehr fürs Kommentieren in den Kommentaren, liken in den Daumen und abonnieren.
auf dem Kanal. Vielen Dank, das war's. Wir sehen uns. Bis dann, Joe, und tschüss.